Ja, willkommen zu zwei Profis, vier Daumen. Heute simulieren wir das Spiel Wetzlar gegen Leipzig, was morgen 20.30 Uhr in Wetzlar angepfiffen wird. Ich spiele mit dem SCD AFK Leipzig, Duell mit der HSG Wetzlar, und dann wünschen wir euch viel Spaß. Auch von meiner Seite, willkommen zum Livestream hier. Viel Spaß, ich gebe mein Bestes mit Wetzlar. Ich glaube, den Start nochmal rein. Musst du was umstellen, oder mal? Nee, kurz mal reingucken, ja. Kurz mal reingucken. Nimmst du mit, ja? Geht das nicht? Schade. Ach, scheiß drauf. Komm, start mal. Geh mal rein. Geh mal rein ins Spiel, los geht's. Weißt du, wie die Arena heißt in Wetzlar? Rittal Arena, oder? Hast du schon mal gespielt, oder? Mhm. Schöne Halle. Wie oft hast du schon dort gespielt? Was? Wie oft hast du schon dort gespielt? Einmal verloren. Okay. Cool, so. Okay, gut. Ja, servus Thomas. Und viele Grüße zurück. Ich hoffe, ihr drückt mir die Daumen hier für die HSG Wetzlar. So, sind wir in der Rittal Arena. Ich habe Anwurf. Gut. Felix, was denkst du, Luca? Sehen wir hier schon die Startformation von morgen, oder? Ich glaube, Wetzlar auf jeden Fall, wie ich gehört habe, viele Verletzte. Also bezweifle ich mal, dass wir jetzt hier die Startformation sehen. Sehen wir von Leipzig gerade die Startformation? Vielleicht. Milosevic hat viele Probleme hier, okay. Starke Abwehr von mir, einfach starke Abwehr, wirklich. Wetzlar. So, jetzt treibt den Ball. Patrick Wiesmann steht wieder nur vorne rum. So. Anton Lindskog wechselt zur SG Flensburg-Handewitt, wie bekannt ist. Erstes Tor. Wir wollen es zirschen. So, jetzt wird schon eng. Wie schätzt du eine Stimmung ein, Jogi? Ich glaube, da treffen zwei gute Mannschaften aufeinander. HSG Wetzlar. Gerade mit der Niederlage im Abstiegskampf. Ich glaube, die wollen auch ein bisschen wieder gut machen, aber wie du schon gesagt hast, also die sind ja schon ein bisschen gehandicapt, viele Verletzte. Dann müssen wir unsere Hausaufgaben machen. Ich bin eigentlich immer ein Fan davon, dass zwei gesunde Mannschaften gegeneinander spielen und die besten Spieler auf dem Platz stehen können. Aber nichtsdestotrotz müssen wir da auf jeden Fall alles geben, dass wir auf jeden Fall da siegreich wie im Hinspiel aus dem Spiel gehen. Das wäre eigentlich unser Wunsch. Und natürlich alle gesund bleiben. Natürlich. Also, das ist das Wichtigste. Das ist ein sehr guter Block, wirklich. Also man sieht auch, dass ich das Spiel relativ oft spiele, glaube ich. Ich weiß nicht. Okay. Freiwurf, richtig. Auf jeden Fall richtig. Was ist denn ein Aufprallwurf? Versuchen wir den mal. Ein Aufsetzer, so, okay. Abprall. Ja, also ihr könnt auch gerne Fragen stellen. Also ich glaube, wenn wir schon sechs Zuschauer haben, dann geht es bestimmt die eine oder andere Frage. Mein Gott! Tibor Ivanisevic hat er das Nachsehen gegen Philipp Weber. So, gucken wir mal, was hier geht. Ja, der ist auf jeden Fall drin. Uff! Okay, ich glaube, so ein bisschen überschwänglich. Ist das Philipp Weber? Na, es bin auch viele Schoner, wenn die auf links außen da. Nehmen wir mal 4 von SCDFK Leipzig. Patrick Wiesmann sieht auch ein bisschen dick aus im Spiel. Ich weiß nicht. Findest du den echt auch so korpulent, oder? Nee, sonst schon gut durchtrainiert. Ja. Finde ich. So. Mein Was ist denn los hier? Also ich muss sagen, also Leipzig steht wirklich sehr, sehr gut. Gefährlicher Kontakt, okay. 7 Meter, ja? Es gibt 7 Meter. Also ein Foul an der Mittellinie, es gibt 7 Meter. Also wirklich die Spielentwickler, ja? Also Glückwunsch. Zeitspiel, das ist Zeitspiel. Okay. Five up. Bob. Ja, come on, wirklich. Ah, okay. Gefährlicher Kontakt an der Mittellinie, gibt auf jeden Fall 7 Meter, danke. Wann startet ihr Richtung Wetzlar? Ja. Kannst du das beantworten? Kann ich beantworten, morgen früh. Heute machen wir das Abschlusstraining, morgen früh starten wir dann Richtung Wetzlar im Tageshotel. Wir dann vor Ort, da wäre auch relativ spät erst um 20.30 Uhr spielen.
Genau, und dann haben wir nach dem Tageshotel die ganz normale Spielvorbereitung, so dass wir dann 20:30 Uhr ins Spiel reinstarten und dann hoffentlich die 2 Punkte mit nach Hause holen. Das Tor, das letzte Tor für mich für die HSG-Bezahlt, halt Alexander Feld, Hopfer. erzielt, der auch Ex-DRFK-Spieler, also auch da, glaube ich, wichtiges Spiel gerade hier für ihn auf der PlayStation. Wirklich, aber Aber ich dachte, der im Block steht, also aber ist du hattest unfassbar. gesagt, du spielst öfters, ja? Ja, ich habe es auch zu Hause auf meiner eigenen Konsole öfters mal gespielt, aber vielleicht bist du auch einfach zu stark. Also. Aber auch sehr, spielt sehr eigensinnig, ja, also sieht man auch. Handball ist eher so, uff, komm, Antonin Skog, also wirklich. Messer durch Butter. Das ist auch mal ein gefährlicher Kontakt. Also, meine Damen und Herren. Christian Mörnsen Kreis wechselt ab. zu Das ist auch Aalborg. Kreis ab. Guck doch mal. Wechselt zu Aalborg. Sehr stark, sehr stark. Ah, du bist aber auch hier viel mit der Brechstange. Also, wenig Passspiel bei dir. Guck mal, es ist hier ein Dribbling. Spielzug angesagt von dir stark, ja. Oh! Gottes Willen, also wirklich. Hansen. Innsbruck. Innsbruck ist der stark. Jetzt nochmal der Pass. Okay, das ist ja unfassbar, mein Passspiel hier. Also, ja, gibt es passives Spiel in dem Spiel? Was ist denn das? Sehr stark. Aber Philipp Henningsson, also vielleicht muss ich da auch nochmal in die Wurfbildanalyse geben. Also wenn er morgen auch so einen Winkel wirft, dann haben wir da vielleicht ein bisschen mehr Probleme. Also siehst du, du spielst so Brechstange. Also das ist wirklich, wir sind hier sehr, sehr enttäuscht von dir gerade. Weil im normalen Spiel bist du ja eher schon der spielerische Typ, aber hier gerade nur Brechstange, von daher. 4:3 zur Halbzeit. Na gut. Erwartet. Wie bist du zufrieden mit deiner ersten Halbzeit? Auch wunderbar. So gut Abwehr hier, muss ich sagen. Das stimmt, ne? Also, was habt ihr in eurem Urlaub geplant? Was hast du? Erzähl mal. Was hast du im Urlaub Ich geplant? fahre erstmal Richtung Heimat, suche meine Familie. Wo ist die Heimat? Richtung Düsseldorf, also eine halbe Stunde von Düsseldorf entfernt, ein kleiner Ort, Kempen. Wenn hier was einigen bekannt ist, da wohnt meine Familie, genau, da bin ich erstmal zu Besuch und dann je nachdem, da steht wahrscheinlich noch eine Woche Mallorca-Urlaub an, aber eher ein ruhigerer Urlaub. Okay, ja. Bist Aber du auch eher so sonst, der ruhigere Typ, ja, ja. also. Aber sonst, was bei dir? Ja, ich werde jetzt mal eben in Leipzig in der Stadt umziehen. Und Kannst du schon vielleicht verraten, wo du hinziehst, nur oder? ein bisschen Das größere Wohnung okay, okay. ist auch richtig jetzt nicht preisgeben. 10, 12, 11 Leute, aber ja, Umzug steht an und dann vielleicht nochmal ein paar Tage mit Freundin und Hund nach Österreich. Aber mal gucken, erstmal umziehen und nicht so viel Stress haben. Und so viel Zeit ist ja auch Also Brechstrange, ja. Also brauchst gar nicht sagen, also du hast keine zwei Pässe gespielt, siehst du, da rüppelst du Opa! wieder. Ja, was ist denn Da los? rotzt du wieder aufs Tor. Gibt ja auch gute Quote, 2 aus 6, ja, also sehr, sehr stark. 4-4. Spannendes Match. Sehr stark, kann ich eigentlich auch nicht schreiben. Björnsen, das ist eine Achse. Das ist einfach auch stark gegen Björnsen. Und seine Mannschaftskollegen. Boah, das ist aber so. Könnte 7 Meter sein, oder? Also wirklich, du bist enttäuscht, wie schwach du im Passspiel bist. Ach, Martin Asner, was war das denn? Bin da auf Außen jetzt. Ich bin jetzt der Überleben, wie er einen Sprung drauf macht. Also die Herren sind wirklich stark. Ich finde es auch nicht. Passives Spiel, richtig. Mein Gott, Tibor Ivanisevic, ja, also. Das kam eine Frage rein. Wart ihr auf einem Sportinternat? Das kannst du beantworten. Auf dem Sportinternat? Nee. Also ich war damals noch auf einem ganz normalen Gymnasium, ganz normalen Schule, ganz normal Abitur gemacht. Und genau, du? Ich war nicht auf einem Sportinternat, aber ich war auf einer Sportschule in Minden und habe da mein Abitur gemacht. Ja. Und habe auch in Minden gewohnt, in der Wohngemeinschaft, also nicht mehr zu Was ist Hause. denn das? Kommt einem Internat relativ nah, aber ist jetzt kein klassisches Internat. Sehr stark, Lenz Kog, Zita.
Also das ist ein Block. Das ist ein Block im 6-Meter-Raum. Also ja. Tut mir leid, meine Damen und Herren, aber das ist auch ein 7-Meter. Hoppa. Oder 6-4. Was hat Niklas Pitschkowski hier für einen Wurf? 3-7. 3-7, unfassbar. So, noch eine Frage. Habt ihr in eurer Jugend erlebt, dass jemand gesagt hat, dass ihr es nicht schafft? Luca, kannst du wieder anfangen. Dass man es nicht schafft? Ich glaube, man ist immer irgendwie mit Rückschlägen auf seinem Weg hierher, hat man immer mit zu tun und auch viele Leute, die einen mal kritisieren oder irgendwie sagen, dass man es vielleicht nicht schafft, das ist auf jeden Fall, das gehört auch dazu, aber ich finde persönlich bin immer daraus gut hervorgegangen, stärker zurückgekommen und finde halt sowas auch gehört dazu, dass Leute auch vielleicht nicht an einen glauben, solange man es selber tut, ist das Wichtigste, finde ich. Ja, also bei mir ist es auch relativ häufig vorgekommen, aber ich habe das eigentlich immer als Ansporn gesehen und finde das auch nicht schlimm. Also ist ja deren Meinung, ist halt immer im Nachhinein ein bisschen doof, wenn die gleichen Leute dann 5 Jahre später kommen und dir sagen, ja, ich hab's immer gewusst. Also das ist ein bisschen unglücklich, aber ja, das kommt immer mal vor. Also ich glaube, das, wie Luca gerade gesagt hat, das gehört dazu. Das darf man nicht zu sehr erzählen. Oh, wieder eng gespielt, ja? Unentschieden, ja. 6-6, Crunchtime jetzt. Milos Mädchen macht der denn da Rückraum? Ball ist abgefangen. Oh, was? So. Jetzt habe ich, glaube ich, nur noch einen Lucky Punch. Jetzt habe ich nur noch einen Lucky Punch. Jetzt brauche ich. Passt. 57. Ein bisschen noch Zeit spielen. Und mal wieder. Du, also wirklich. Björnsen, wirklich. Weltklasse-Spieler für mich. Opa! Das letzte Tor ist in den letzten 2 Minuten. Ganz ruhig. Spiel raus den Ball, komm jetzt. Oh. Rilo liegt noch vorne. Nee, Kippi liegt noch vorne. Zurück. Oh, Block. Insko, komm. Die letzten Sekunden. Und wieder nee. Block. Und das ist es. Nochmal eine lange Weite. Oh. Stark. Und das ist es. Das 7-6. Würdest du das morgen so unterschreiben? Würde ich so unterschreiben, würde ich so nehmen. Ich glaube, das wäre schon eine Überraschung, wenn so wenig Tore fallen. Hoffen wir mal, dass du den Angriff besser gestaltest als... Du deine genau. Leute an der Playstation, ja, genau. vielleicht ein bisschen mehr passen, aber wie gesagt, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Ja, ich hoffe, ihr verfolgt uns morgen am Fernsehgerät und wir sehen uns nächste Woche in der Halle zum letzten Heimspiel. Ja, Mach Thomas, gut. Euch auch nochmal danke, ne? Das Daumen drücken. Bis dann. Wir sehen uns beim letzten Heimspiel. Mach's gut, danke. Ciao, ciao.